Jedes Mal, wenn zur Jahresende die Natur schlafen geht, wird der Mensch nachdenklicher. Besonders geht es uns Menschen so, wenn sich ein Angehöriger oder Bekannter zur ewigen Ruhe begibt. Um diese letzte Ruhe ging es am 29. Oktober im Museumshof in Kammern bei einem Vortrag von Dr. Rüdiger Böckel. Ja, das Thema ist heute Sterberituale international und lokal. Man denkt zu Allerheiligen an das Sterben, man besucht die Gräber, man denkt an seine verstorbenen Verwandten und Bekannten zurück. Man hat eine Zeremonie rund ums Sterben bei den Friedhöfen und man wird auch nachdenklich, weil das Jahr zu Ende geht und man denkt natürlich auch, dass das auch das eigene Leben irgendwann einmal zu Ende geht und zu dieser Zeit wird man irgendwie verinnerlichter. So ungefähr geht es uns allen und wir haben in unserem Museumsverein eben versucht, diese Rituale, die es gibt rund um Sterben, ein bisschen sichtbar zu machen mit Lichtbildern, mit einem Vortrag von mir, damit die Leute ein bisschen eine Beziehung zu ihrer ureigenen Kultur bekommen. Dr. Rüdiger Böckel spannte einen geschichtlichen Bogen von damals bis heute. Das Sterben und den Tod aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Seit Jahrtausenden haben sich viele Rituale rund um den Tod entwickelt. Die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser, Luft, wie die Alten es sahen, dienen noch immer als Begräbnisarten, so Böckel. Wie steht die Gemeinde Kammern zu dem Thema Allerheiligen? Zu dem Thema hat die Gemeinde folgende Beziehung. Wir sind ja unten für den Friedhof verantwortlich. Wir schauen, dass das rundherum passt, dass wenn ein Totengedenken auch stattfindet, so wie es zu Allerheiligen ist, dass die Menschen mehr oder weniger einen schönen Friedhof vorfinden. Da sind wir sehr bemüht und da werden auch gewisse Sachen adaptiert bzw. bauliche Maßnahmen umgesetzt, damit unser Friedhof ein schöner Friedhof ist. Die Gemeinde veranstaltet auch immer das Heldengedenken. Wo findet das statt? Das ist am Karwarenberg am 31. Oktober mit Beginn um 18 Uhr und da möchte ich die Bevölkerung recht herzlich dazu einladen.